So, da wären wir wieder. Und jetzt sollten wir uns in der Leichenhalle umgucken. Mal schauen, ob wir da so rein können. Oder ob wir erst mit dem Arzt sprechen müssen. Lässt sich nicht öffnen. Lässt sich nicht öffnen, ja, war mir klar. Guten Tag, Herr Doktor. Wie kann ich helfen? Sagen Sie, Leichenhalle. Doktor, verfügt Ihr Hospital über eine Leichenhalle? Ja, es handelt sich dabei um den am meisten ausgelasteten Teil dieses Gebäudes. Wir würden Sie gerne sehen. Die Tür ganz hinten, immer dem unangenehmen Gestank nach. Gut. Leben Sie wohl, Doktor. Vielleicht bis bald und passen Sie auf sich auf. Na, und jetzt geht die Tür auf wundersame Weise auf, oder was? Aha. Na gut, dann ist das wohl mal Sehen Sie, so. Holmes, eine Liste der kürzlich Verstorbenen. Wie traurig. Ich sehe da Namen, die etwas gemeinsam haben. Was genau? Die in Rot oder was? Nochmal. Liste der letzten Todesfälle. Liste der letzten Todesfälle von der Leichenhalle auf den Friedhof zu überführen. Sarah Ferguson, 56 Jahre, gestorben an Unterernährung. Oliver Boxall, 14 Jahre, gestorben an Unterernährung. David Levy, 45 Jahre, gestorben an Unterernährung. Oh je. Sally Petticoat, 17 Jahre. John Hamilton, 19 Jahre. Gleiche Todesursache, Selbstmord durch Vergiften. Sollen an derselben Stelle beerdigt werden, wollten heiraten. James Barnaby, 32 Jahre, mit 23 Messerstichen getötet. Harry Copperfield, 65 Jahre, gestorben an Erschöpfung und Unterernährung. Ist das ein Vorfahre von David Copperfield? Okay. Da liegt doch noch jemand drunter, oder? Oh. Ich kann verstehen, dass mein Kollege nicht gerne über seine Leichenhalle redet. Kein besonders schöner Ort. Bleiben Sie bei der Sache, Watson. Wir müssen nach Hinweisen Ausschau halten, die uns mehr über Grape Apes Freunde verraten. Okay, dann schauen wir uns mal um. Watson, stehen mir nicht im Weg. Wem wohl die Jacke gehört? Ich habe keine Ahnung. Ah, Kurz. Der Kurz mit den langen Ärmeln. Die Jacke gehört Kurz. Also arbeitet er wirklich in der Leichenhalle. Komisch, dass er sie hier gelassen hat. Holmes! Kurz! Wir sind einem der Mörder des Bischofs von Knightsbridge dicht auf den Fersen. Na, was Wichtiges, was ist das? Okay, nix. Ich brauche etwas. Ja, was denn? Ich kann aus dem Inventar jetzt nichts anwählen. Ich brauche etwas. Ja, was denn? Ich brauche etwas. Ich brauche auch was. Ich brauche etwas. Ach Junge. Brauchst du Geld? Zuneigung? Ich brauche etwas. Ach so, da war die Brille unter. Ich brauche etwas. Ja, kein blassen Schimmer.
was du brauchst. Ich brauche etwas. Okay, so kommen wir nicht. Ach, da. Vielleicht die Schere. Sehen Sie sich nur den Zustand der Instrumente an. Wahrscheinlich wurden sie noch nie sauber gemacht. Naja, gut, Tote stört das ja nicht, oder? Ich weiß es nicht. So, jetzt eventuell mit der Schere irgendwas, den Namen daraus schneiden. Ausgezeichnet. What? Watson, was haben wir denn da? Nur was schnibbeln. Klack, klack, klack. Ein kleiner, dünner Metallstab. Ja, ist es denn? Der hackt man so ein bisschen drauf rum und dann das. Zwei Schlüssel. So, so. Dieser Kurz hatte ja eine Menge Dinge bei sich. Ja, das war ein Langfinger. Ja, und jetzt? Okay, mit der Jacke sind wir fertig. Wir machen mal unseren Spürsinn an. Klack. Was ist passiert? Was ist das? Okay, also eigentlich haben wir schon ziemlich viel gefunden, ne? Alles in der Jacke. Was ist da noch? Jetzt könnte in die Schlüssel passen. Naja, zu einem Schloss schon, aber... Okay, Watson. Wir müssen den Ort finden, der auf der Karte, die wir in der Leichenhalle gefunden haben, mit einem Kreuz markiert wurde. Na ja, gut, hätte ich jetzt auch drauf kommen können eigentlich, ne? Dass wir uns nochmal die Beweise anschauen. Da, Plan. Ja. Was ist denn das für ein Ort? Soll es die Kirche darstellen? Das ist eine Straßenkarte, ne? Ein bisschen stümperhaft gezeichnet. Was ist denn eigentlich im Kensington Garten? Was war noch? Das ist jetzt erstmal egal. Na gut, dann schauen wir mal, ob wir diesen Ort finden. Tippe ja mal auf das Rattenloch. Alias the Red Hole. Wo der? Dieses Krankenhaus. Friedhof. Sollen das da unter dem Kreuz sein? Soll das ein Grab darstellen vielleicht? Ich weiß es nicht. Komm, gehen wir hier in die Seitengasse. Boah, Ratten. Überall Ratten. Heißt das? International Working Men's Club. Hier arbeitet doch keine Sau. Außer vielleicht der
Aha, was haben wir hier? Burner Street. Könnte das passen jetzt von der Kartenbeschreibung her? Ja, vielleicht. Burner Street. Ja. Dieses Schild lässt vermuten, dass es sich um ein Etablissement handelt, in dem sich redliche Bürger für gewöhnlich nicht einfinden. Nee. Okay, an der Tür können wir auch nichts machen. Ich denke, dass es eine gute Idee wäre, wenn wir zum Ausgangspunkt zurückgehen. Sprich... unten rechts ist ein Pfeil. Bringt uns das was? Als Hinweis? Ah, ich weiß, was es ist. Das ist die Karte vom Friedhof. Klar. Das werde ich gleich auch mal veranschaulichen. So. Bleibe ich mal stehen. So, Moment. Nein, nicht ganz. So, wir stehen jetzt im Prinzip vor dem Tor. Da, wo der Pfeil ist. Das ist nicht ganz akkurat gezeichnet, aber es müsste hinkommen. Das heißt, das Kreuz wäre hier der Schuppen. So, die zwei Schlüssel. Ja, guck. Ein Schlüssel. Da rein. Ein Schlüssel. Da rein. In der Pike-Dingen. Ja, ich habe keine Ahnung. Eine Seite rein. Nochmal. Das ist jetzt wofür? Verstehe ich nicht so ganz. Aber sehe ich hier was? Platzieren. Platzieren. Ausgezeichnet. Benutzen. Ah. Und jetzt? Ah. Offen. Try and Error geht doch immer wieder. Das ist die eingezeichnete Stelle auf der Karte. Durchsuchen wir jeden Winkel, Watson. Oh, was für ein Durcheinander. Okay, dann gucken wir uns direkt mal die Kiste an. Lässt sich nicht öffnen. Ach, was ein Quatsch. Mit dem Messer. Lässt sich nicht öffnen. Lässt sich nicht öffnen. Vielleicht finden wir irgendwie was zum Nägel rausziehen. Da. Ja, mit der Axt kann man es bestimmt öffnen. Ist auch schon einiges kaputt geklappt. Da hinten kann man gar nicht hin. Oh, ein Zettel. Mitteilung vom Friedhof. Hinweis an alle Friedhofarbeiter. Der Baum der Verliebten muss gefällt werden, um Platz für ein weiteres Grab zu schaffen. Wenn die Hungersnot nicht bald endet, müssen wir mit weiterer Kundschaft rechnen. Leiter P. Long.
Wie kann es sein, dass auf dem Friedhof kein Platz mehr ist? Ja, was fragst du mich das? Wenn hier sterben wie die Fliegen, stehen da drauf. Wilson und Co. Okay, Axt. Säcke voller Nägel. Und zwar nicht wenige. Da ist ein großer Spalt. Ich brauche einen dünnen Gegenstand. Ein Messer. Vor kurzem wurde hier ein Loch reingemacht. In dem Loch liegt ein Sack. Sehen wir nach, was drin ist. Notiz von den Schurken auf dem Friedhof. Ich wollte tun, was du gesagt hast, aber es hat nicht alles reingepasst. Deswegen habe ich den Kasten genommen und den Rest bei den beiden Neuankömmlingen Romeo und Julia versteckt. Romeo und Julia, Wir kommen überhaupt nicht weiter. Woher sollen wir wissen, was das bedeutet? Diese Nachricht bestätigt, dass wir auf der richtigen Spur sind. Ja, das haben wir. Wertvolle Gegenstände. Aber warum sind sie hier? Tja. Säcke voller Nägel. Und zwar nicht wenige. Tja, dann haben wir hier alles, oder? Springt der Cursor so doof? Na gut. Wertvolle Gegenstände. Aber warum sind sie hier? Okay. Mehr können wir hier nicht machen. So wie es aussieht. Ja, Watson, du stehst da draußen und siehst genau, was da drin in der Kiste ist. Junge, Junge, du erstaunst mich immer wieder. Okay, Watson, was meinst du? Suchen wir den Baum der Verliebten, Holmes. Ach, Romeo und Julia, Verliebte, alles klar. Welcher Baum könnte das denn sein? Ja, wahrscheinlich da hinten, ne? Wo Herzchen und so eingeritzt sind. Ja. Da ist ja unser Baum. Sehen wir uns die Inschriften genauer an. Sally und John. Julian, Edwin. B plus L. Eva und Ben. Maria und Brian. I love you. Sally und John. Das war die letzte Inschrift. Sally und John wurde hier eingeritzt, als Symbol ihrer Liebe. Wir müssen das Grab von Sally und John finden. Okay. Bam. So geht das doch einfacher. Hier ist nichts Interessantes. Sally und John. Das hier, oder? Ja, hier muss es sein. Das Zeichen erkennt man doch wieder. Ich brauche etwas. Die Schaufel. Die holen wir uns mal. Die Schaufel gehört den Friedhofsarbeitern. Sie machen mir Angst, Holmes. Ach was. So, ran an Speck. Das muss das Grab sein. Schnell, Watson, graben Sie. Wie Sie meinen, Holmes. Sehen Sie, ein Metallkasten. Cool.
Schon wieder mit einem Rätsel. Das Schloss dieses Metallkastens ist ziemlich komplex. Er stammt aus einer Bank. Die Verbrecher müssen ihn nach einem Überfall hier versteckt haben. Aha. Okay. Das soll mir jetzt aber was sagen. Das was mit den Aufzeichnungen zu tun? Guck mal in die Aufzeichnung rein. Mitteilung vom Friedhof, Todesfälle. Wie hießen die jetzt? Ich kann nochmal gucken. Sally und John, ne? Ach, Junge, Spatzenhirn. Sally und John. Okay, Aufzeichnung. Sally Petticoat 17. John Hamilton 19. Todesursache durch Vergiften. Sollen an derselben Stelle beerdigt werden, wollten heiraten. Okay, aber hilft uns das jetzt weiter? 17 und 19. Ich denke, dass man die obere Reihe so platzieren muss, dass da insgesamt 17 rauskommt und unten 19. Ist das machbar? Es gibt zwei Vieren. Fünf und acht sind 13. 4 nach 6. Fünf und sieben sind 12. Das wären 20. Und 7 sind 19. 8. Das geht gar nicht. So, 2 und 6 sind 8. Das wären 13, also schon bei 21. Acht und 11 sind 19, das wird auch passen. 3 und 4 sind 7. Dann sind wir bei 20. Boah, was?
13, 12. Tja, irgendwie verstehe ich die Logik dahinter nicht so ganz. So, jetzt machen wir 2. Was habe ich denn vorhin gesagt? 2 und 7 sind 9. Und 8 sind 17. Ich check's nicht. Ganz ehrlich. Was soll man hier machen? Überhaupt keine Hinweise und gar nichts. Ich meine, ich bin jetzt nicht Sherlock Holmes. Was meinen Sie, Holmes? Ja. Da steht am Baum was dran. Ich habe keinen Plan. Ich will es aber auch nicht überspringen. Oh mein Stolz. Das hat man schon alles. Lässt sich nicht öffnen. Ja.
Das sagt mir gar nichts. Sally und John. Ja, 17 und 19 sind 27, 36. Kriegen wir irgendwie 36 zusammen?